Hallo und herzlich willkommen bei Pflegekraft. Ich beantworte heute wieder eine Zuschauerfrage und zwar kommt die diesmal von Xeng. Er schreibt, was hältst du vom Generationskonflikt auf Station? Das Thema habe ich in einer Pflegezeitschrift gelesen und würde deine Meinung, Erfahrung gerne hören. Damit gemeint ist, dass häufig ein Team Leu es Leute gibt, die schon 15 Jahre oder mehr dort arbeiten und meist älter sind und zusammenhalten. Durch die neuen jüngeren Kollegen im Team gibt es dann häufiger Streit, Stress, Lästereien etc. Dazu muss man sagen, dass es meistens von den Frauen kommt, Emotionen und so. Dünnes Eis. Frei nach dem Motto, in diesen Ablauf haben wir schon lange, das war schon immer so und bleibt auch so, bloß keine Veränderung. Okay, ich denke, ja, jeder von euch wird dazu nahezu was sagen können zum Generationskonflikt auf den Stationen. Denn ja, aktuell ist es so, dass wir im Schnitt mit vier Generationen gleichzeitig arbeiten. Wir haben da die Babyboomer, wir haben die Gen X, Gen Y und Gen Z. Ja, so werden die auch tatsächlich in der Literatur beschrieben. Und diese vier Gruppen treffen dann im Alltag, im Arbeitsalltag auch aufeinander. Jeder ist anders und alles, was ich jetzt hier sage, ist auch nicht allgemeingültig und spiegelt auch nur irgendwie meine Erfahrung wider, beziehungsweise meine Meinung. Und ich meine, ich gehöre auch nicht mehr zu den Jungen. Ich bin jetzt nahezu 40 und ja, damit gehöre ich auch quasi schon zum alten Eisen, gerade mit der Berufserfahrung, weil ich schon mit 15 Jahren angefangen habe in der Pflege zu arbeiten, damals noch als Praktikant und so. Nehmen wir es vorneweg. Was ist so eine der häufigsten Sachen, die gesagt wird, gerade über die Jüngeren? Da wird gesagt, okay, die sind weniger leistungsbereit. Ja, die lernen nicht mehr so viel wie wir. Die können nicht mehr das, was wir damals gelernt haben. Die sind nicht motiviert und so weiter. Also das wird sehr häufig der Gen Z und auch der Gen Y irgendwie angekreidet, dass die keine Leistungsbereitschaft mehr haben. Gefühlt nehme ich das zum Teil auch wahr, aber ich denke, das hat nicht zwingend was mit der Leistungsbereitschaft zu tun, denn leistungsbereit sind die. Wie viele treffe ich, die jetzt nicht nur die Ausbildung machen, sondern gleichzeitig noch ein Studium, also dual ausgebildet werden? Oder die danach direkt vorhaben, irgendwas weiterzumachen. Das heißt, ja, Leistung wollen die irgendwo schon bringen. Ne? Und seien wir mal ehrlich, die Arbeitsbelastung, wie sie heute ist, die ist wesentlich intensiver als gerade noch bei den Babyboomern in den Jahren vor der Ökonomisierung. Ja? Ich rede jetzt nicht davon, dass die Babyboomer weniger gearbeitet hätten. Ja? Aber wenn ich denke, wenn man jetzt einen Babyboomer aus seiner Jungzeit reinstecken würde in das System, was wir jetzt haben, er wäre hoffnungslos überfordert. Denn die Zeiten waren damals andere. Ich sage nicht, dass die weniger gelernt haben. Ich bin da auch der Meinung, dass das, was aktuell an den Pflegeschulen vermittelt wird, das ist landesvorgegeben, also die Pflegeschulen selber können nichts dafür, spiegelt nicht alltäglich, also spiegelt nicht so wirklich den Bedarf wider, den man dann am Krankenbett braucht. Also ja, das Gefühl habe ich zunehmend auch, dass sehr viele wichtige Sachen einfach nicht mehr beigebracht werden. Das war schon zu meiner Ausbildungszeit so, ja, 2000. Aber ja, das Gefühl ist halt da, dass das Fachwissen, was den Kollegen dann vermittelt wird, nicht mehr ausreichend in die Tiefe geht. Kein Wunder, wenn man drei Ausbildungen zusammenlegt, ja, und dann erwartet, es trotzdem irgendwie reißen zu können. Also ja, das merke ich auch, dass einfach Fachwissen zum Teil bei einigen Schülern ist Wahnsinn, was die wissen. Aber bei, ja, zugegebenermaßen vielen ist es so, dass da einfach das Rudimentärste an Wissen fehlt. Heute ist es auch so, dass wir deutlich mehr Köpfe auf den Stationen haben. Und ich rede von Köpfen, weil die Teilzeitquote mit den Jahren immer weiter gestiegen ist. Das heißt, wir haben zwar mehr Personal in der Pflege, aber das mehr Personal macht deutlich mehr Teilzeit.
Das war früher eher ein Phänomen der Altenpflege. Jetzt ist es in der Krankenpflege genauso angekommen. Seht mich an, ich bin auch Teilzeitarbeiter. Also was passiert? Man verschiebt auch, wenn man länger dabei ist, die Work-Life-Balance zugunsten von Life. Weil, ich bin auch ganz ehrlich, ich möchte nicht mehr Vollzeit arbeiten. Ja, und ich denke, dass es vielen älteren Kollegen genauso gilt, dass sie irgendwann, klar, wenn man es sich leisten kann, die Rahmenbedingungen müssen stimmen und so weiter, dass sie sich wünschen würden, nicht mehr Vollzeit zu arbeiten. Bei den Jüngeren ist es so, dass dort eine, ja, so eine stille Revolution stattfindet. Meiner Meinung nach vielleicht sogar ein bisschen zu still. Denn seien wir mal ehrlich, ja, wir Alteingesessenen, wir werden irgendwann durch die Jüngeren ausgetauscht. Und natürlich wünsche ich mir, dass die Jüngeren besser sind als wir. Ja, die sollen mich am Ende, wenn ich dann irgendwann da liege, verdammt gut versorgen können, bitte. Was ich jetzt aber meine, ist, dass vieles, was früher in der Pflege einfach hingenommen worden ist, weil es so war, heute von den Jüngeren nicht mehr hingenommen wird. Ja? Ich rede von unbezahlter Mehrarbeit. Überstunden. Ja? Erinnert sich jeder an seine Ausbildung 20 Jahre zurück? Gang und gäbe, zumindest bei mir und meinen Kollegen damals, einspringen war normal, ja, 20, 22, 25 Tage am Stück arbeiten, völlig die Norm. Ja, das war keine Seltenheit, das gehörte einfach dazu. Das ist vorausgesetzt worden. Unregelmäßige Pausen, wenn du überhaupt Pausen gehabt hast, auf den Stationen damals, das war auch völlig normal. Wie viele Dienste habe ich gemacht ohne Pause? Ich kann sie dir gar nicht zählen. Das war normal. Ja? Ständige Überforderung, jetzt nicht unbedingt fachlich, sondern aufgrund des Patientenaufkommens und das, was da auf Station aufgenommen worden ist oder eine Notaufnahme, Rettungswagen reihten sich nach hinten an und man wurde die Patienten nicht quitt. Und das alles, all diese Arbeitsbelastung, die wir damals hatten, das wird zum Teil von den Jüngeren nicht mehr toleriert oder akzeptiert. Und sagen wir mal ehrlich, das ist richtig. Ja, wenn ich keine Pausen machen kann, dann muss ich das anmelden und dann muss ich sagen, ich habe meine Pause nicht gemacht. 20 Tage am Stück durcharbeiten ist nicht gesund. Ja? Komische Dienstregelungen mit spät, früh, spät, früh, früh, spät, früh, spät, früh und dann irgendwie noch 5 Nächte hinterher. Nein, ist nicht arbeitnehmerfreundlich und da kann ich durchaus verstehen, wenn die Leute das nicht mitmachen und ich mache das inzwischen auch nicht mehr mit. Also ich glaube, dass da wir von der jüngeren Generation, was das angeht, tatsächlich profitieren können. Man kann immer das Totschlagargument reinknallen, von wegen so, ja, bei uns war es auch schlimm und so weiter. Und wir haben es dann einfach gemacht. Das waren andere Zeiten. Und ich denke, dass die Sache jetzt nicht nur pflegespezifisch ist, sondern gesamtgesellschaftlich gesehen werden kann. Denn ja, die Jüngeren heute legen wahrscheinlich, und das zum Teil auch zu Recht, mehr Wert darauf, dass sie Freizeit haben und auf ihre Gesundheit aufpassen können und ihre sozialen Kontakte pflegen können und so weiter und sehen ihren Hauptfokus nicht mehr in ihrer Arbeit. Das ist das, was bei mir so zumindest rüberkommt. Am Ende geht es aber nicht darum, wer jetzt Recht hat bei diesen ganzen Generationskonflikten, die auf Stationen passieren, sondern es geht um das Wohl des Patienten in unserem Fall. Ja? Heißt, haben wir eine Maßnahme, ist mir auch schon passiert, über Jahre so gemacht. Und dann kommt ein Schüler oder ein Kollege aus einem anderen Haus, der deutlich jünger ist, und zeigt was anderes, was Neues. Dann, ja, merke ich, je älter ich werde an mir selbst auch, so, ich will das aber so nicht machen, weil das bin ich nicht gewöhnt. Ich will das so machen, wie ich es immer gemacht habe, weil das hat funktioniert und das beherrsche ich und so weiter. Ja, muss aber nicht richtig sein. Ja, und da sich selbst zu hinterfragen und sich einzugestehen, du könntest es vielleicht falsch machen und der junge Kollege hat recht, so könnte es besser sein. Ja, natürlich kratzt es irgendwo einem am Ego oder an anderen Stellen, wie auch immer. Von daher denke ich mal, dass eine kritische Selbstreflexion, und zwar von allen, Babyboomer, X, Gen Y und Gen Z, dass die eine Voraussetzung ist für ein gutes Miteinander. Weil ja, auch der Ältere kann recht haben. Und er hat dann zwar nicht nur den Greisenbonus, ja, weil er 20 Jahre Berufserfahrung hat, sondern er wird vielleicht unter Umständen eine Maßnahme durchführen, die so nicht mehr gelehrt wird, sie aber immer noch funktioniert. Ich kann Ihnen nur gar kein Beispiel nennen. Wir haben auch einen Generationswechsel auch bei den Ärzten. Was ist denn da die letzten Jahre passiert? Ja? Ich habe es noch erlebt, dass sich die Stationsleitung den Lippenstift nachgezogen hat,
wenn der Chefarzt durch die Tür kam. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Sie stand vor dem Spiegel und hat sich schick gemacht für die Chefarztvisite. Natürlich auch eine sehr, sehr alte Kollegin, die jetzt wahrscheinlich schon lange in Rente ist. Aber da könnt ihr mal sehen, mit was man dann aufgewachsen ist, was man für normal hielt, was man dann tut. Ja, heute Chefarztvisite, ja, so what, ja, wen stört's? Und auch die Assistenzärzte heute sind nicht mehr so auf das Wohlwollen der Ärzte, der Chefärzte angewiesen wie früher. Ja, früher war der Assistenzarzt in der Klinikhierarchie ganz weit unten. Und früher war es auch so, dass ein Pfleger oder eine Pflegerin, die einem Arzt widersprochen hatte oder mehr wusste, das war ein fataler Fehler. Das hat man nicht gemacht, weil dann gab es Konsequenzen. Ja, und zwar nicht in irgendeinem arbeitsrechtlichen Kontext oder so, aber man hat einem das Leben schwer gemacht. Ja, das war früher so und das unabhängig vom Alter damals. Heute hat sich das massiv geändert. Die Kommunikation zwischen Ärzten und Pflegekräften ist heute viel homogener, ja, die ist viel freundlicher, viel mehr auf Augenhöhe als früher. Früher kannte ihr, der Arzt da oben und wir folgen und machen das, was er sagt. Heute, wir arbeiten zusammen. Und das unter anderem dadurch, dass eine junge Generation von Ärzten gekommen ist, aber auch eine junge Generation von Pflegekräften. Man kann immer wieder sagen, dass die Qualität schlechter geworden ist, dass einige Sachen nicht mehr ausgebildet ist, die wissen nichts mehr. Ja, aber früher haben die Ärzte auch haufenweise Berufserfahrung gehabt, in einem Haus, in einer Klinik, und dann wussten sie natürlich alles. Heute, ich weiß nicht, wie viele Assistenzärzte ich schon mitgehabt habe auf der Intensivstation, ja, wie oft die wechseln müssen, ja, zum Teil, und wie wenig lang erfahrene Ärzte es auf den Intensiv zum Teil gibt. Und genauso bei den Pflegekräften. Auch bei den Pflegekräften stelle ich fest, dass immer mehr erfahrene ältere Kollegen gehen. Sei es in die Zeitarbeit, sei es in ein anderes Haus, um sich nochmal neu auszuprobieren. Auch das war früher etwas, was man ja nicht gemacht hat. Man ist ja so eine Station, ein Haus und fertig. Da bleibt man jetzt bis zur Rente. Aber ihr werdet feststellen, es gibt manchmal in nicht solchen Zeitschriften hier, sondern in diesen Klinikzeitschriften, wer wie viele Jahre in dem Krankenhaus schon drin ist. Und der Anteil von derer, die über 20, 30, 40 Jahre im Haus ist, der wird immer geringer, weil die Leute einfach viel häufiger den Arbeitgeber wechseln können. Ja, momentan, als Pflegekraft kannst du überall arbeiten, kannst dir aussuchen, wo du arbeiten kannst. Das ist ein relativ bequemer Zustand, den gab es früher so nicht. Auch als ich meine Ausbildung beendet hatte, da musste man eine Stelle suchen. Und zwar richtig suchen. Und das ist heute nicht mehr so. Heute findest du überall eine Stelle, wo auch immer du möchtest. Also das ist mein Beitrag zum Generationskonflikt in der Pflege. Da müssen wir uns alle in die eigene Nase fassen. Weder würde ich aus meinem Alter jetzt sagen, dass die Älteren immer recht haben oder die Jüngeren immer recht haben, sondern ja, irgendwo trifft man sich in der Mitte. Eine Arbeitsleistung muss auf einer Station immer noch gegeben sein. Ja, das heißt, werden gewisse Arbeiten nicht mehr erledigt, die einfach dazu gehören, und die Arbeitslast lässt es zu, dass man diese Arbeiten erledigen kann, dann, ja, sorry, aber dann haben die Älteren recht. Und das stelle ich auch zum Teil fest, dass dann einfach Arbeiten liegen gelassen werden, weil man, ja, keine Lust hat, sie zu machen oder warum auch immer, die aber halt erledigt werden können. Also da gebe ich den Älteren recht. Auf der anderen Seite gebe ich den Jüngeren recht. Einspringen. Unglaubliche Dienstwechsel, Tage am Stück, eine Arbeitslast von keine Ahnung was, keine Pausen machen. Nein, auch das muss nicht mehr sein. Ja, und wenn sich jemand mehr in seiner Freizeit sieht als in seiner Arbeit, dann ist das im heutigen Kontext auch in Ordnung. Denn ja, das Gehalt ist jetzt nicht so fürstlich in der Pflege, dass man sagen könnte, so ja, ich gehe auf jeden Fall arbeiten, weil es sich lohnt. Auf Dauer steigt das Gehalt nämlich nicht mehr großartig an. Und ja, wir wissen alle, je mehr man verdient, desto mehr Steuern kann man zahlen und dann verdienst du am Ende weniger. So, das waren jetzt meine Gedanken, das war ein Rant. Ich habe jetzt hier keine Daten, Fakten, klinische Studien oder sonst was dazu. Wenn ihr dazu Artikel habt oder eine eigene Meinung, kann auch anders sein als meine, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Bleibt freundlich und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.